herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Gear Solid The Phantom Pain. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich jetzt Brothers eingeschoben gehabt. Hatte persönliche Gründe, ich bin nicht dazu gekommen. Jetzt bin ich aber wieder da. Und wir sollten hier wieder ganz normal up to date sein und alles machen können. Also, wieder ganz normal machen. Notfall bereite ich nebenbei eh auch ein paar neue Sachen vor. Aber dazu seht ihr dann mehr, wenn es soweit ist. Gut. Lasst uns gleich mal schauen, was es hier so alles Neues gibt. Sprich, die erste Folge werden wir etwas gemütlicher angehen. Einfach nur, dass ich wieder reinkomme und euch nicht nur Scheiße liefern. Was gibt es sonst so Neues? Eigentlich nicht viel. Ich habe nebenbei, gerade bin ich viel am Lernen. Ich bin nicht am Studieren oder sonstiges, also für alle, die das interessiert, was vermutlich eh keiner sein wird, aber einfach für mich, da ich beruflich Informatiker bin und da doch auch ein bisschen mich weiterentwickeln möchte. Gut. Haben wir hier eine Waffe, sprich eine zum Schlafen. Ausgerüstet, na, schaut nicht so aus. Da, aber Missionen, Missionsliste. Ah, das wird nachher dann. Nehmen wir externe Aufträge. So, da wollte ich ja. Ich muss wieder kurz reinfinden. Ist doch 8 Tage. 7 Tage, wo ich nicht gespielt habe. Da sind wir noch ein bisschen verzögert. Freiwillige Transport. Einfaches Metall kann nicht schaden. Wir entsenden diese hier. Perfekt. Und da wollte ich jetzt noch schauen. Basiseinrichtung, weil ich glaube. Nein, ist nicht so. Nebenmetall und Treibstoffressourcen. Gut. Wir müssen jetzt auf alle Fälle mal den Hubschrauber rufen. Roger. Und dann, sobald wir im Heli sind, werden wir uns überlegen, was wir machen. Ich tippe auf eine Nebenoperation zum Aufwärmen. Den Soldaten rausmachen, vermutlich. Den Waffenschmied rausholen, das hat sich gut an, weil das bringt mir vermutlich noch was. Aber gut. So, Tagesbonus, dann holen wir uns den noch kurz. Perfekt. Ups. Na dann, Nebenoperation. Lasst uns starten. Und wie gesagt, holen wir den Waffenschmied heraus. Genau, wir holen da den Waffenschmied raus. Die Ausrüstung passt. Wir nehmen Quiet mit. Quiet ist ausgerüstet als... Entschuldige, Falter, das müsste... Genau, das ist die einschläfernde Waffe. Ah.
Ja. Mission starten. Aktuelle Zeit. Perfekt. Nebenbei wird gerade mein Handy aktualisiert. Schauen wir mal, was das bringt. Manchmal rein aus Interesse. Hättet ihr Interesse an Handyvideos? Sprich, irgendein Handyspiel mal aufgenommen und vorgestellt oder dass wir auch hier was machen? Gut, perfektes Timing, Android ab die Tour. Und hier haben wir auch. Das heißt, da irgendwo, das heißt in diese Richtung. Und hier herum. Gut, Steuerung wieder up to date. Konzentration. Schlecht hier. Jetzt von einem Grund. Das ist es. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich wundert mich, dass mich... dass mich hier jetzt keiner entdeckt hat, das wundert mich riesig. Aber gut, wir wollen den Typen da jetzt einmal verhören. Ich dachte mir, dass man da ein bisschen leibend darüber kommt. Na gut. Gut, so kann ich ihn nicht verhören. Ja.
So, der Mann, den du suchst, ist hier. Das ist sehr gut, dann können wir das hier mal ganz genau entfernen. Und uns einfach und still und leise auf den Weg zu dem anderen Heinzi machen. Sonst irgendjemanden auffällig? Komm. Und raus mit ihm. Und raus mit ihm. Okay, subject is in. You gotta extract him. Raus mit ihm. Ja, kommt auch raus. So. Ich glaube, ich würde Quiet wieder umstellen, dass sie tötet und nicht betäubt.
gut. Aber eigentlich hätten wir diese Mission geschafft. Missionsliste Nebenoperationen, oder? Rosmann ist Waffenschnitt 2, schaut abgeschlossen aus. Das heißt, wir werden den Hubschrauber treffen. Roger. Wir werden uns hier abholen lassen. Dann war's mit das. Dann war's mit der Mission. Und wir werden uns dann auf den Weg zur nächsten Mission machen. Wird das aber als Einstiegsfolge nach einer Pause wieder futtern lassen. Und dafür machen wir als nächstes eine Hauptmission. Bis der kommt. Da, sprich, wir haben Missionsliste. Das wird sein. Der Major, bekannte Kommandant eines Militärunternehmens, hat ein Gerücht über den Verkauf von Atomwaffen verbreitet. Verfolgen seine Untergebenen und eliminieren sie den Major. Ja, das wird's werden. Also, wenn die Mission hier nicht aufhört. We can't land. Ja, toll. Er kann halt nicht landen. Ja, das will ich auch hoffen. Das ist ein bisschen nervig. Andererseits, ich kann hier eigentlich jetzt auch schon Schluss machen. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, in der nächsten Folge sehen wir uns zu einer Hauptmission. Ich glaube, ich bin so halbwegs drin. Ich habe die Tastenkombis und alles noch draußen. Ja, dann sehen wir uns, wenn wir wieder im Flugzeug sitzen, also im Helikopter, und uns auf den Weg zur nächsten Mission machen. Vielen Dank, Servus und Baba.